Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. In der letzten Folge haben wir hier diesen kleinen Speichersee gemacht, hier hinten das Zeug abgerissen und die Roboterproduktionsanlagen schon mal gebaut, aber noch nicht aktiviert. Wir haben zwei Ladestationen und in zwei Tagen ist Dürre. So, und wie gehen wir mit der Dürre am besten um? Ich aktiviere erstmal den Motor hier wieder. Ich meine, Holz haben wir, glaube ich, genug. Ja. Sehr gut. Harz auch. Ich würde sogar dann fast, wenn wir mehr Dinge als Harz brauchen, würde ich den Fellbereich nochmal ein Stückchen erweitern. Ach, das reicht sowieso gar nicht so weit. Ach ja, wegen dem Ding jetzt. Moment, Holzfällerhütte. Oder Holzfällerfahne. Klar, der kann nicht mehr da drüber laufen, sondern muss hier immer über die Brücke laufen, um zum Feld zu kommen. Das habe ich nicht bedacht. Aber jetzt. So, was sagen die Batterien? Leeren sich immer noch. Okay, dann können wir den zweiten hier auch anschmeißen. Hier ist allerdings kaum noch Holz. Und hier ist auch nicht so viel. Okay. Wo sind die Holzfällerfahne? Welche ist denn für den Bereich hier zuständig? Ist das die da? Ja. Glaube. Na, ist natürlich knapp. Bei, nee, hier vorne wurde auch gefällt. Welche Holzfäller sind für das Gebiet hier verantwortlich? Weiß man nicht. Offenbar. Okay. Na gut. Dann ist das wohl so. Ich meine, noch mache ich mir keine großen Gedanken. Wir haben noch eine Menge Rohholz, aber wir müssen es trotzdem mal im Auge behalten. So. Dann vielleicht hier nochmal so ein bisschen durchziehen. Genau, damit die das auch noch abreißen. Ich denke, wir machen das erst nach der Dürre an. Das ist mir sonst ein bisschen zu heikel. Wasserstand 1,12 Meter. Ich würde mal jetzt schon die Schleuse hier zumachen. Kann sie noch ein kleines bisschen Wasser ansammeln. Und gleich ist ja eh Dürre. Und dann kommt nichts mehr nach. Dürre hat begonnen, genau. Mal schauen, wie lange das hält jetzt. Oder ob es gleich überläuft. Okay, das war's schon. Sieht ja erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht ja erstmal ganz gut aus. Wasserspiegel ist sehr hoch bei 1,73 Meter. 72. Okay, geht runter. Sind dieses Mal aber nur 6 Tage Dürre, nicht 8. Also es geht langsam wieder runter. Wobei das ja random ist, ne? Also ich glaube, man kann nicht sagen, es geht langsam wieder runter, sondern es geht langsam runter generell. Hier wäre noch eine Ruine. Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, einen größeren Speichersee zu bauen? Schwierig, ne? Weil die großen Vertiefungen hier
da sind. Das ist schon zu weit weg, denke ich. Ja, ich meine, wir haben den großen See, ne? Wir müssen es jetzt nicht übertreiben, aber... Ein großer Speichersee wäre schon noch nett gewesen für den hinteren Bereich. Aber wenn nicht, dann nicht. Ist auch in Ordnung. Wir haben hier unseren kleinen See. Okay. Energy. Schwerkraftbatterie. Die werden gerade entladen. Ich denke mal, wir brauchen noch deutlich mehr Schwerkraftbatterien. Wo war das hier? 1, 2, 3, 4. Ich würde das hier auch gerne wegspringen. Dann können wir 5 hinmachen. Ich weiß nicht, ob das zu weit weg ist. Wir warten mal auf den nächsten Tag. Dann gehen wir hier schon mal einige Blöcke in die Tiefe und setzen dann oben die Batterien dran. Okay, das macht keiner hin, wegen Weg fehlt. Verstehe. Ist kein Problem, bekommen wir hin. So, dann... Oh, eine Pipette wäre halt manchmal echt praktisch, ne? Bagger... Ach, ich habe den Computer gar nicht mehr eingeschaltet. Das war auch nicht so smart. So. 1, 2, 3, 4, 5. Stand 60 cm. Sieht aber noch alles sehr, sehr gut aus. Würde ich jetzt mal sagen. So, das Schöne ist, nach unten geht immer unendlich weit, glaube ich, weil die müssen sie ja theoretisch nur reinwerfen. Und wenn man es nur von oben nach unten werfen muss, ist ja easy. Und je tiefer wir das machen, desto mehr kann jede einzelne Batterie dann speichern. Deshalb würde ich da schon ein Stück nach unten gehen. Und praktischerweise ist das Lager für Sprengstoff direkt hier ums Eck. Kann ich auf der untersten Ebene der Karte. Das hier ist schon die unterste Ebene der Karte. Holy. Okay. Dann Energie, Schwerkraftbatterie. Fangen wir mal mit einer an. Ich brauche immerhin 40 Bretter, 40 Zahnräder, 10 Metallblöcke. Das ist gar nicht so billig. Aber wir brauchen hier noch... Ja, wir brauchen hier noch einen Wald. Wir brauchen hier noch einen Wald. Allein für das Holz, das wir für die Energie verheizen. Ein Wald und ein großes Holzkraftwerk. Holzkohlekraftwerk quasi. Bäume. Birke, Kiefer, Mangrove, Eiche. Nehmen wir ruhig Kiefer.
Und auch ein bisschen Eiche. Ja. Dann einen Förster. Und dann Holzfällerfahnen. Ich weiß nicht, ob ein Holzfäller hier reicht. Machen wir mal einen aber. Oh, ist schon fertig. Krass. 16.000. Ah ja, okay, das ist so viel wie die. Tiefer geht sowieso nicht. Dann. Okay, sehr gut. Ja. Wie kriegen wir die Energie da jetzt rüber? Ist die Frage. Das ist eine gute Frage. So. Einmal hoch. So. Einmal rüber. Über den Weg. Zack. Und da lang. So, Dürre ist beendet. Das bedeutet, wir können den Speichersee wieder auf 0,5 stellen. Und jetzt warten wir einfach, bis das Wasser kommt. Okay, das war sehr entspannt. Gut, ist hier schon ein Stück gesunken, aber letzten Endes auch entspannt. Keine Aufgaben in Reichweite. Ich verstehe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das nicht markiert habe. So, und der macht jetzt die alten Stumpel noch weg. Könnte es auch hinten noch erweitern, aber lassen wir es mal so. Schon fertig. Schwerkraftbatterie. Gleich zwei? Ja, komm, gleich zwei. Wir haben ja genug Zeug eigentlich. Wenn ich mir das ansehe, 170 Zahnräder, 400 Bretter. Ja, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und ich würde sogar hier direkt noch ein Holzlager bauen. Einfach nur, damit die nicht so weit laufen müssen. So, 30 Tage, 12 Tage. Ich meine, die sind natürlich krass mit 30 Tagen, geben aber dann einen gewaltigen Schub. Immer. Wenn die einmal fertig sind, dann werden die ganzen Lager wieder instant voll. Deshalb ist das irgendwo schon okay. So, läuft das hier wieder? Das läuft wieder, sehr gut. Oh, und produziert richtig viel. Schwerkraftbatterien laden sich auf. Aber ich schalte das Ding wieder an. Laden sich trotzdem auf? Ja. So, Le Computer ist wieder an. Ich hatte die gesamte Forschung stehen, ne? Computer war aus und alle Forscher. Naja. Lass mal die beiden Gebäude hier abreißen. Und schauen, ob wir da nicht irgendwas Schöneres unterbekommen.
Vielleicht ein Temp. Nevermind. Vielleicht ein Heiler. Okay, ein Heiler würde hier hingehen. Aber der Heiler braucht Löwenzahn. Und dafür bräuchten wir nochmal ein Feld. Ich sehe Optionen. Das da müsste weg. Ich würde es gerne einen Ticken größer machen. So. Und dann Bauernhaus. So. Okay, ich denke, das Löwenzahnfeld ist an der Stelle groß genug und dann sagen wir einfach priorisierte Ressource Löwenzahn? Kohari, Sojabohne, Raps, Mais, Aubergine. Okay, never mind. Ich habe jetzt der Raps einfach angebaut. Kann man wegwerfen, davon haben wir jetzt viel zu viel. Man hätte natürlich vielleicht Teile von hier, aber komm. Ja. Sie ist gestorben. Achso, das gilt für den Stumpen hier. Aber irgendeiner muss das doch hier bewirtschaften. Gesammelt Löwenzähne. Das ist ja grundsätzlich mal eine gute Idee. Man kann hier auch einen kleinen Speicher hinmachen. Für Löwenzahn. Muss ich vielleicht die Ressourcen vorher hier entfernen? Der Bauarbeiterunterkunft hier geht das auch ratzfatz. Und dann schauen wir gleich nochmal. Löwenzahn. Oder wächst das jetzt hier einfach schon? Glaube ich gerade nicht so. Also er soll ja um Löwenzahn kümmern, aber ah, warte, macht das vielleicht auch ein Förster? Bäume und Büsche gepflanzt. Ah. Förster kümmert sich um Löwenzahn. Okay. Ah, guck mal. Perfekt. Dann kümmern wir uns mal ein bisschen um Medizin. Bäume. Eiche. Das Gute ist von der Verteilung, man weiß es nicht. Oh.
nachts lädt sich alles. Ja, mit einer Menge Leistung, das ist gut. Die Dinger laufen auch durchgehend, das ist auch gut. Wir haben halt hier hauptsächlich nur Motoren, das passt. Gut, wir können Energieräder nehmen, aber das ist jetzt nicht so. Und wir brauchen, denke ich, langsam auch eine zweite Schmelze. Die würde ich mal hier hinbauen. Weil wir die Energieanbindung easy so machen können. Macht erstmal das Einfache. Altmetall, Zahnräder, Bretter. Easy. Bei Metallblöcke ist das Einzige, wo ich mir immer denke, und hier Altmetall ist immer voll. Womo macht, weiß ich nicht. Naja, baut schon ein bisschen Ruinen von den Menschen ab. Passt. Schlepperposten haben wir jetzt auch. Wir haben zwei Leute im Überschuss. Das ist gut. Sehr gut. Das ist alles noch im Einflussbereich. Das heißt, das wird auch noch bepflanzt. Ja, das brauchen wir halt auch noch nicht, die Mine. Weil wir haben noch genug Stuff. Ich meine, die ist vielleicht schneller. Der macht alle vier Schmelzerei. Der macht keine Ahnung wie viel. Und der macht aus einem Zahnrad, einer Planke und einem Sprengstoff, interessant, 6 Stück. Ja, aber im Moment einfach nicht nötig, ne? So einfach ist es. Im Moment schlicht nicht nötig. So. Okay, wir haben nur noch... Ne doch, wir haben 4 Kranke aktuell. Okay. Okay, ist bald gewachsen. Sobald die ersten Löwenzähne drin sind, fangen wir mit dem Heiler an. So, bin ich jetzt bereit für Roboter? Bretter, Zahnräder, Robotergliedmaßen, Robotergehäuse. Ich würde sagen, wir machen einfach mal an und gucken, was passiert. Ja. Also in allererster Linie geht hier richtig die Action ab. Unsere Batterien entladen sich in atemberaubendem Tempo. Weil die Nachfrage nach Energie immens gestiegen ist. Was braucht denn der? 2 Gehäuse, 8 Gliedmaßen und 2 Köpfe für einen Roboter. Das ist schon ein bisschen arg, oder? 4,5 Stunden für eine Gliedmaße. Ah, und hier fehlt uns ein Arbeiter. Okay, wir können ja nochmal 2 hier rüber holen. Es fehlt immer noch einer, dafür ist das jetzt besetzt. So, die brauchen halt ein bisschen. Was wir machen können, ist, dass wir, wenn wir hier schon mal den Holzfäller haben, hier hinten ein bisschen aufräumen. Man soll ja ruhig was tun für sein Geld. Okay.
Wachstumsstadium ist fertig. Ernte reif in 3 Tagen. Okay. Oh. Ist schon soweit. 36 Stunden. Ach nee, er braucht für ein Gehäuse 4 Gliedmaßen und ein Kopf. Der kann nur 2 lagern. Okay, verstehe. Bedeutet aber, dass der erste Roboter gleich... was robotern wir hier am besten? Wo soll am besten der Roboter hier arbeiten? Die arbeiten ja wahrscheinlich ähnlich wie beim anderen Tag und Nacht. Vielleicht in der Stahlschmelze 1. Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Ich bin nicht darauf vorbereitet, dass es gleich losgeht. Ja, oder in der Roboterfabrik. Am besten wäre in der Roboterfabrik, ne? Das wäre am besten. Ja, wir fangen direkt damit an, dass Roboter bauen. Da kann nämlich gar nichts schief gehen. Das habe ich im Gefühl. Und wenn das mein Gefühl sagt, dann muss das stimmen. Holz. So, wie läuft's? Lädt sich auf. Okay. Ja. Ja gut, falls hier, na, dann ist ein bisschen Abkürzung. Und hier in die Mitte könnte man ja einen Schrein machen, damit die mich anbeten können. Und einen Zahnschleifer. Dann hat das auch noch irgendeinen Sinn. So. Oh, der erste Roboter scheint fertig zu sein. Ist das so? Ist das so? Okay. Was machen wir? Diesen Arbeitsplatz für Roboter freischalten. 10.000 Forschungspunkte. Ach, da war ja was. Eieiei. Okay, machen wir die Schmelzerei. Boom. Ab sofort arbeitet hier ein Roboter. Tag und Nacht. Haltbarkeit, Energie, Kontrolltool. Ach ja, Kontrolltool. Es gibt einfach nur einen Boost für nichts. Oder wie? Hier sind die meisten Fabriken. Lass da einfach mal probieren. So. Okay, erster Löwenzahn ist da. Schwerkraftbatterie. Heiler. Boom.
Okay. 5 Metallblöcke können die ich hier eigentlich holen. Baut das Ding noch jemand fertig oder habt ihr keinen Bock? Nee, lieber chill, ne? Wer braucht schon Heiler? Niemand braucht Heiler. Okay, hier haben wir aber auch keine Verletzten, ne? Das ist immer nur in einem anderen Distrikt, wo die Verletzten sind. Das ist schon bedauerlich. Aber ich denke mal, hier werden dann auch Medizin wird importiert. Import durch freien Speicherplatz und Bedarf aktiviert, genau. Ja, guckt euch das an. Wir haben hier 4, 5 Verletzte wieder. Oh, da ist der Kontrollturm. Oh, der verbraucht 3 Science pro Stunde. Und der produziert 10 pro Stunde. Ach, okay, damit ist er angetrieben. Jetzt verstehe ich auch, was das mit der Forschung hieß. Okay, stopp. Dann schalten wir den erstmal aus. Mhm, aber nice to know, nice to know. Okay, Leute. Ich glaube, damit kann man jetzt in aller Ruhe diese Folge beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann und tschüss.